nicht nach dem Munde redet, sondern dass man diese Realitäten benennt. Und dass man aus diesen Realitäten aufbauend, auch wenn sie unangenehm sein mögen, dann politische Handlungsschritte entwirft. Und das sind manchmal Handlungsschritte, die auch wiederum unangenehme Folgen zunächst einmal kurzfristig haben können, aber die sich doch, wenn man sie richtig anlegt, langfristig nicht falsch sein müssen. Und das Jahr 2009 hat uns das in aller Deutlichkeit gezeigt, weil es plötzlich ein Umfeld geschaffen hat, wie wir es uns in unseren wüstesten und kühnsten Träumen nicht erwartet haben. Eine Finanz- und Wirtschaftskrise, die mit enormer Wucht eingeschlagen hat, wo Gottlob am Ende des Jahres nicht jede Voraussage, auch Voraussage, die ich qua Amtes im Frühjahr noch getroffen habe und getroffen treffen musste, in dem Maße eingetreten ist, aber wir immer noch einen Wirtschaftseinbruch hatten, wie es in der bundesrepublikanischen Geschichte als solches einzigartig war. Und wir jetzt in dieser Phase, in dieser Situation sehr darauf achten müssen, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, wie schwierig das Jahr gleichwohl war, obwohl am Ende des Jahres manches positiver stand als erahnt. Weil wir haben, meine Damen und Herren, die Finanz- und Wirtschaftskrise beileibe noch nicht überwunden, so wie es uns der ein oder andere glauben machen. Wir haben guten Grund zur Zuversicht. Wir haben guten Grund, Hoffnung entsprechend anzulegen. Wir haben gerade hier in dieser Region, auch das darf man nicht vergessen, und das sollte man vielleicht noch mit etwas mehr Stolz, ich fordere ja auch immer wieder das Selbstbewusstsein ab, für diese unsere Heimat, unsere Region, gerade hier in Oberfranken im Vergleich zu vielen anderen, sonst vor Selbstbewusstsein strotzenden Teilen Bayerns, diese Krise gut bewältigt, meine Damen und Herren. Die Zahlen dessen, was es an Einbrüchen gab, waren oftmals bei Weitem geringer als in anderen Teilen Bayerns, als in anderen Teilen Deutschlands. Das hat unterschiedliche Ursachen und da muss man auch sehr differenziert herangehen. Aber es ist definitiv kein Grund, um hier deswegen in Sack und Asche zu gehen, sondern zu sagen, wir haben manche Weichen in den letzten Jahren hier auch richtig gestellt. Und wohlweislich nicht nur politisch richtig gestellt, sondern in der Art und Weise, wie wir hier, wie Sie alle, die Sie sich ehrenamtlich engagieren, die Sie sich kommunalpolitisch engagieren, die Sie sich in Ihrem Beruf und gerade auch mit Blick auf Ihre Familien entsprechend einbringen und damit auch Standorttreue hier in Oberfranken bewahren, meine Damen und Herren. Sie alle haben die Grundlagen dafür in den letzten Jahren geschaffen, dass wir diese Krise so abfedern konnten, wie sie abgefedert wurde. Und trotzdem werden wir Effekte noch haben. Die Arbeitslosigkeit ist nicht so dramatisch ausgefallen, wie befürchtet. Das liegt aber daran, dass wir zum einen, ich glaube, das richtige Instrument der Kurzarbeit geschaffen haben. Es wird aber der Moment kommen, wo die Kurzarbeit auch ausläuft. Und da wird es wichtig und entscheidend sein, dass gerade im Bereich der mittelständischen Betriebe, der Familienbetriebe, die darauf zurückgegriffen haben und die unsere Heimat ja mehr prägen als alles andere, dass man da so viel Stabilität wieder hat, dass es dann nicht zur Bruchkante kommt. Wir werden in diesem Jahr weiterhin zu kämpfen haben mit der Gefahr, dass die Kreditversorgung auch gerade wiederum für unseren Mittelstand, für die kleineren Betriebe, nicht so ausfällt, dass daraus negative Folgen erwachsen. Wir werden in diesem Jahr uns sehr, sehr deutlich machen müssen, dass das, was die Krise ausgelöst hat, meine Damen und Herren, Gier, Zockerei, aber auch, das hat mir der ein oder andere sehr übel genommen im letzten Jahr, weil ich darauf hingewiesen habe, aber auch der Umstand, wenn man sich selbst einen Spiegel vorhält, dass wir es teilweise versäumt haben zu kontrollieren, dass es auch staatliches und internationales Versagen gab, was die Kontrolle der Finanzmärkte anbelangt, dass all das so ganz verschwunden noch nicht ist, sondern dass man momentan eher den Eindruck gewinnt, dass auf den Finanzmärkten manche, die sich jetzt über Monate hinweg abgeduckt haben, weggetaucht waren, in irgendwelchen Mauselöchern verschwunden waren, jetzt wieder hervorkommen und diese Mentalität, die mit zu dieser Krise geführt hat, alles andere als versiegt ist. Und wir deswegen unglaublich wachsam sein müssen, dass nicht so ein wohliges Gefühl entsteht, es ist alles vorbei. Wir werden eine weitere Folge haben, nämlich die, die sich auf die Haushalte niederschlägt, meine Damen und Herren. Bundeshaushalte wie Kommunalhaushalte, Herr Bürgermeister, die ich gesehen habe. Das heißt aber auch im Bezirk,
oder was Kreisumlagen und dann Ähnliches anbelangt. Die Rückwirkungen in solche Wirtschaftssituationen sind meistens nacheilend. Und deswegen ist es für uns auf der Bundesebene, lieber Alexander, auf der Landesebene hier so wichtig, dass wir die Lage und die Situation unserer Kommunen nicht aus dem Blick verlieren. Wir können richtigerweise oft fordern, und das bleibe ich auch dabei, dass es richtig ist, dort, wenn man es vernünftigerweise kann, zu entlasten. Wenn aber dann gleichzeitig die Belastung kommt über die Gebühren und über die Abgaben auf kommunaler Ebene, weil man sich das dort nicht mehr leisten kann, dann wird man damit im Zweifel nicht furchtbar viel gewonnen haben. Und deswegen ist kluge Politik, meine Damen und Herren, nicht diejenige, die isoliert in den Hauptstädten stattfindet, sondern erst eine, die begreift, wie wichtig die Kommunen sind. Das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Und jetzt sind wir im letzten Jahr dieser außergewöhnlichen Situation in unterschiedlicher Hinsicht begegnet. Ich glaube, manche Punkte waren richtig, manche müssen wir immer wieder auf ihren Ausnahmecharakter abklopfen. Und der Ausnahmecharakter, und ich habe das sehr, sehr deutlich in diesen letzten Jahren angesprochen, war der, dass wir Milliarden und Abermilliarden in die Hand genommen haben, um diese Krise zu bewältigen. Enorm viel Geld. Ich habe oft auf diese Beträge hingewiesen, weil man manchmal das Gefühl hatte, dass die Milliarde wie die Million behandelt wird. Und es dann doch immer die Milliarde. Wir haben auf der anderen Seite aber auch eine Chance ergriffen im letzten Jahr. Und ich habe versucht, einen bescheidenen Beitrag dazu zu leisten. Nämlich, dass zur Überwindung der Unberechenbarkeit dieser Krise und zur Überwindung dieser Giermentalität und dieser Zockermentalität und diesem Casino-Kapitalismus, ich sage es bewusst Casino-Kapitalismus, der da eingetreten war, ein Grundverständnis wieder wachsen musste, nämlich wie wichtig, meine Damen und Herren, die über Jahrzehnte bei uns gewachsene und sich etabliert habende soziale Marktwirtschaft ist. Und dass die soziale Marktwirtschaft keine Lehrformel ist und dass die soziale Marktwirtschaft eben auch und gerade Erfolgsmodell ist und sein muss, um eine Krise zu bewältigen. Und wir tun gut daran, diesen Aufruf, die soziale Marktwirtschaft wieder anzulegen als Erfolgsmodell, nicht mit dem Jahr 2009 zu kappen, sondern es als Folgemodell für die nächsten Jahre auch zu sehen. Und das war ein schwieriger Weg, das gebetsmühlenartige Hinweisen auf diese soziale Marktwirtschaft. Was ist man da immer wieder dann auch angegangen worden? Ja, meine Güte, der Gutenberg, jetzt kommt er wieder mit der sozialen Marktwirtschaft. Und jetzt macht er dort den gleichen Spruch, wie er da den gleichen Spruch gemacht hat. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass man es machen muss, weil solange einem mit der sozialen Marktwirtschaft und dem Begründer der sozialen Marktwirtschaft nicht Ludwig Erhard, sondern Heinz Erhard genannt wird, meine Damen und Herren, dann braucht man sich nicht wundern. Dann braucht man sich nicht wundern. Und das war kein Einzelfall. Das war kein Einzelfall. Ich hatte dann immer wieder den zusätzlichen Erklärungsbedarf der jüngeren Generation nochmal zu erklären, wer eigentlich Heinz Erhard war. Immer die Analogie zu Harald Schmidt versucht, weil dann völlig verständnislose Gesichter da waren. Aber auch das war ein Teil der Begegnung, dass man sich auf die Grundlagen, auch hier auf Prinzipien, weil ich gesagt habe, der Unberechenbarkeit mit Prinzipien zu begegnen, dass man sich hier auf diese Prinzipien besinnt. Ein weiteres Prinzip, meine Damen und Herren, und ich glaube, das bleibt richtig, so hart das im letzten Jahr war, und es bleibt auch für dieses Jahr richtig, dass man in einer Notsituation hilft, wo man vernünftigerweise helfen kann. Dass es aber nicht Aufgabe des Steuerzahlers sein kann, meine Damen und Herren, unternehmerisches Versagen noch zu honorieren. Das kann nicht sein. Und auch hier müssen wir sehr darauf achten, dass das nicht in Vergessenheit gerät, weil die Milliardenprogramme, die aufgelegt wurden, gelten nicht nur für das Jahr 2009, sondern sie gelten gleichzeitig auch für das Jahr 2010. Sie sind für 2 Jahre angelegt. Und diese Wachsamkeit müssen wir uns auch hier bewahren. Und es werden weiterhin Anträge nach staatlicher Hilfe gestellt. Bürgschaften und Kredite. Und auch hier bleibt entscheidend, dass wir uns die Maßstäbe bewahren, die auch ich in Teilen versucht habe, letztes Jahr zu formulieren. Und wenn ich es ganz höflich formuliere, so glaube ich, wenn ich jetzt rückblickend auf diesen Teil des letzten Jahres schaue, der von der Verantwortung für die Wirtschaftspolitik geprägt war, sehr kurzer Zeitraum, sehr intensiver Zeitraum, dass ich aber bei dem
am härtesten diskutierten Grundentscheidungen nicht das Gefühl habe, dass ich dabei gänzlich widerlegt worden wäre. Es handelt sich hier um einen Automobilhersteller mit 4 Buchstaben, meine Damen und Herren, und um einen großen Warenhauskonzern.